Hermes hat sich selbst das Ziel gestellt, bis zum Jahr 2020 50% CO2-Emissionen einzusparen. Dazu sind eine Vielzahl von Maßnahmen in Gang gesetzt worden, unter anderem die Installation eines Blockheizkraftwerkes. Mein Name ist Andreas Töpfer. Ich bin hier am Standort Hermes Fulfillment in Ortruf verantwortlich für die Betriebstechnik. Heute ist ein großer Tag. Wir wollen gemeinsam mit den Partnerfirmen eine Reihe von Komponenten ins Gebäude einbringen, insbesondere einen großen Schornstein mit einem Gewicht von 2,5 Tonnen hier auf dem Luftweg in die Gebäudemitte transportieren. Das ist schon mal eine ganz besondere Angelegenheit. So etwas erlebt man nicht alle Tage. Mein Name ist Jürgen Fraude, ich bin als Abteilungsleiter für die Lagerabwicklung beschäftigt. Es waren umfangreiche Planungen erforderlich. Die Anlage steht ja im Technikbereich, also mitten im Gebäude. Bei der Gebäudeerrichtung ist schon bedacht worden, dass größere Anlagen eigentlich nur das Dach eingebracht worden sind. Es gibt eine Dachöffnung, um größere Geräte oder Anlagen einzubringen. Die Anlage ist sowohl stromtechnisch als auch wärmetechnisch mit dem Rest des Logistikzentrums verbunden. Wir werden ca. 60% des Wärmebedarfs für das Logistikzentrum über das Blockheizkraftwerk erzeugen und 55% des Strombedarfs. Eine große Herausforderung ist es, das Blockheizkraftwerk zeitgleich mit einer Modernisierung der Heizanlage umzusetzen. Dieses Blockheizkraftwerk erzeugt 3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Das entspricht dem Bedarf von 1.000 Ein-Personen-Haushalten. Mit der neuen Anlage werden wir 800 Tonnen CO2 einsparen und damit gleichzeitig die Emissionen von Treibhausgasen am Standort um 20% reduzieren. Die Mitarbeiter bei Hermes arbeiten alle an Umweltprojekten mit. Wir arbeiten daran, unseren Standort nach der Umweltnorm ISO 14001 zu zertifizieren, und der Beitrag, den wir hier leisten können, der ist ganz wichtig in unserer Umweltbilanz.